Hallo, guten Morgen, ihr Lieben. Es ist heute früh um 7 und ich bin ja extra so früh hergefahren, weil die Sonne noch nicht so heiß ist. Und ja, ich möchte gerne neue Salate pflanzen und vielleicht ein paar Kartoffeln ernten. Also dann freuen wir uns und kommt mal mit. Also, das mit dem grandiosen Trick mit dem Wasser, das zeige ich euch am Ende des Videos. Und jetzt schaut mal hier, da sind diese wunderschönen Rosario-Kartoffeln. Ich liebe sie. Und es macht so viel Spaß, die in der Erde auszugraben. Man muss ja richtig danach suchen. Manchmal liegt eine Kartoffel oben, aber die meisten sind unter der Erde. Aber sehr tief in der Erde sind sie nicht. Man muss nur ein bisschen graben, ihr seht es ja. Ich mache das ja jetzt auch einfach mit den Händen, ohne Hacke, weil ich finde, wenn man eine Hacke verwendet, dann kann es ja sein, dass man zufällig auf so eine Kartoffel draufhackt. Ja, und dann wäre die ja kaputt. Also von daher finde ich, geht es auch so ganz gut. Die Erde ist jetzt nicht so sehr hart, also sie lassen sich einigermaßen gut ausgraben. Ihr seht es ja, wie ich das jetzt gerade so mache. Ja, und vor allen Dingen hatten wir ja aufgehört, die Kartoffelkäfer abzusammeln, weil das war so schrecklich, ich habe das nicht mehr durchgehalten. Und dennoch sind Kartoffeln hier zu meiner allergrößten Freude. Vor allen Dingen freue ich mich schon so sehr auf heute Abend, denn da werden wir schon mal die ersten Kartoffeln essen. Es gibt eine besondere Technik, wenn es nicht so nass ist, wenn es nicht so viel geregnet hat. Man muss nämlich ein tiefes Loch graben. Und dann in das Loch ein bisschen Wasser reinmachen. 5 Minuten warten, nochmal wässern. So lange, bis man sieht, dass hier außen herum dann überall nass ist. Das mache ich jetzt mal. Wenn man dann die Pflanzen so gepflanzt hat mit dieser Methode, mit unserem genialen Trick, braucht man weiter nicht zu gießen, weil die Pflanze ihre Wurzeln nach unten in die Erde ausstreckt. Diese Wurzeln werden immer länger und sie wird in der Tiefe der Erde das Wasser finden. Und so macht uns dann diese Trockenheit nicht so viel zu schaffen wie vielleicht einem anderen, der jeden Tag seinen Garten wässern muss. Und außerdem sparen wir unheimlich viel Wasser. Das ist ja auch sehr wichtig. Hier kommt jetzt unser Fenchel her. Die Quickies stelle ich schon mal her und gehe dann an eine andere Stelle, um die nächsten Löcher zu graben. Das ist jetzt ein Fenchel. Der kommt nachher hier hin. Nachdem man die Löcher, die Erdlöcher ein bisschen mit Erde zugeschüttet hat, kommen dann die Quickies, die Pflanzen oben rein und man macht nur noch ein bisschen das Loch dann zu mit der Erde, drückt sie ein bisschen fest und wässert am Schluss nochmal. Das war alles. Schaut nur, so sieht's dann aus.
bin total durchgeschwitzt. Und jetzt gehe ich nach Hause. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.
So, und jetzt kann ich den Fenchel einsetzen. Dazu gebe ich erst ein bisschen Erde noch in die Löcher und dann wässere ich nochmal und dann setze ich die Pflanzen drauf.